Schönau im Südschwarzwald. Ein hübsches Fleckchen Erde, am Fuße des Bällchen gelegen. Rund 2.500 Menschen leben hier. Im Städtchen findet man fast alles, was man braucht. Ein ruhiger Ort, wo jeder jeden kennt. Ein friedlicher Ort, an dem es sich gut leben lässt. Eigentlich eine ganz normale kleine Stadt. Wäre da nicht vor vielen Jahren eine Bürgerinitiative entstanden, die als Stromrebellen von Schönau Geschichte geschrieben hat. Aktion, Aktion! Am 26. April 1986 ereignet sich im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl eine Katastrophe. Der bis dahin oft als unmöglich ausgeschlossene Super-GAU, der größte anzunehmende Unfall, ist Wirklichkeit geworden. Mehrere tausend Menschen kommen durch die Folgen der Strahlung ums Leben. Hunderttausende müssen ihre Heimat für immer verlassen. Letztendlich ist Tschernobyl bei uns wie eine Bombe eingeschlagen. Bei mir nicht sofort, aber dann am nächsten Tag, wie ich begriffen habe, was das eigentlich bedeutet. Das war mir vorher nicht so klar, weil ich mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, vorher nie sehr ernsthaft mit Atomenergie beschäftigt hatte. Aber dann auf einmal zu sehen, dass eine Entfernung von 2000 Kilometern so gut wie gar nichts ist, dass die Radioaktivität in Dosen, die wirklich schädlich sind, bis hierher kommt, das hätte ich vorher nicht gedacht. Dann wurde mir klar, dass ich eigentlich gar nicht mehr mit meinen Kindern raus kann. Dann ging es auch um die Ernährung. Es war für mich unfassbar, dass ich dann nicht mehr Salat im Garten holen kann, dass ich mit den Kindern nicht mehr spielen könnte. Und irgendwie habe ich dann überlegt, was könnten wir machen. Und es war irgendwie eine ziemliche Ohnmacht für uns. Da wurde man sich dessen noch mehr bewusst, auf welchem Pulverfass man eigentlich sitzt. Ja, wir sind ja hier in der, ja, glaub 35, also zwischen 25 und 35 Kilometer Zone. Das heißt, wenn in Fessenheim was passieren würde, wären wir auch so ähnlich wie in Tschernobyl in der verstrahlten Zone. Schon bald nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl trafen sich besorgte Eltern. Man will gegen die Ohnmacht ankämpfen und gegen die Atomenergie, deren Gefahren von Politikern und Lobbyisten heruntergespielt werden. Die Zukunft der Kinder soll nicht Politikern und Energiekonzernen überlassen werden. Die Eltern für atomfreie Zukunft, kurz EFATS, werden gegründet. Eine der ersten Aktivitäten war ein Infostand in Schönau, was trotzdem ja die Schönauer, der Rest der Schönauer das Gleiche erlebt hatte wie wir alle, irgendwie so ein bisschen was, ja, Verdächtiges war. Also man hatte vorher keine Infostände in Schönau. An den anfangs skeptisch beäugten Infoständen gibt es Informationen für den Alltag nach dem radioaktiven Fallout. Was kann man essen, was nicht? Welche Gefahren gehen von der Strahlung aus? Welche von den Atomkraftwerken in der Umgebung? Und man möchte auch die Opfer von Tschernobyl nicht alleine lassen, besonders die Kinder. Mit der Tschernobyl-Hilfe wird die Krebsstation der Kinderklinik in Kiew unterstützt. Für Kinder aus dem Katastrophengebiet organisiert man Reisen nach Schönau, damit sie sich im Luftkurort erholen können. Natascha, you like to be here in Schönau? Ja, gut, very nice. Swimming, Essen, Eis, Fahrrad. Вы не можете найти мир.
denke, es war ganz wichtig zu zeigen, dass wir für sie da sind, dass wir an sie denken, dass sie nicht vergessen werden von Rest der Welt. Mehrmals gemacht. Ja. Weil ja, so die Schönauer wollen jedoch mehr. Für sie ist klar, dass sich ein zweites Tschernobyl nicht mehr ereignen darf und dass sie bei sich selbst anfangen müssen, wenn sie den Kampf gegen die Atomindustrie aufnehmen wollen. Wir haben gesagt, wir können nicht nur gegen etwas sein, wir müssen auch positive Ansätze zeigen. Und das war eben das Stromsparen. Wir sparen sozusagen den Atomstrom weg. So war unser Ziel. Wir haben also angefangen, Energie einzusparen, mal zu sehen, geht das überhaupt? Kann man das in einem Maßstab, der wirklich erheblich ist, ohne dass sich dadurch jetzt das Leben verändert, ohne dass man vielleicht nur noch kalt isst oder mit schmutzigen Kleidern rumläuft? Das wollten wir natürlich auch nicht. Ja, und dann haben wir festgestellt, doch, man kann sehr viel einsparen. Deswegen haben wir dann einen nächsten Schritt geplant, nämlich, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir, dass ganz Schönau bei der Sparerei mitmacht. Mit Energiespartipps und Tombolas, Stromsparschweinchen und munteren Glühbirnchen gewinnt man viele Schönauer für einen bewussten Umgang mit Energie. Manch einer entwickelt ein nahezu liebevolles Verhältnis zu seinem Stromzähler. Und für viele ist es ein spannendes Rennen um die ausgelobten Preise. Dass man gesagt hat, wer am meisten prozentual pro Kopf einspart, das sind also die Gewinner. Und wir hatten dann in Schönau im ersten Jahr etwa 10% Einsparung erreicht. Und das war eine ganz super, eine tolle Leistung. Erfolg beflügelt, steckt sich die Bürgerinitiative neue Ziele. Man will zeigen, dass in Schönau eine ökologische Stromversorgung möglich ist. Das geht aber nicht ohne den örtlichen Energieversorger. Drei Forderungen richtet die Initiative daher an ihn: Kein Atomstrom mehr, bessere Vergütung für ökologisch erzeugte Energie und ein stromsparfördernder Tarif. Diese stromsparende Leistung muss sich auch im Geldbeutel niederschlagen. Dazu braucht man eine ganz andere Tarifstruktur. Und deswegen sind wir zur KWR gegangen und gesagt, runter mit den hohen Grundpreisen. Dafür könnt ihr die Arbeitspreise ein bisschen höher machen. Aber Stromsparen muss sich rentieren. Und KWR hat uns da eiskalt die Schulter gezeigt. KWR, die Kraftübertragungswerke Rheinfelden. Sie besitzen und betreiben das Stromnetz in Schönau. In der Region gibt es keine Alternative zum Rheinfeldener Energieversorger. Ein Monopolist, dem mehrere Wasserkraftwerke gehören, der aber auch am nahegelegenen Atomkraftwerk beteiligt ist. Über Atomausstieg, Stromsparen oder Sonnenenergie lächelt man bei den KWR nur. Im Gegenteil, hier will man möglichst viel Strom verkaufen und die Monopolstellung in der Region nutzen, um seinen Gewinn zu maximieren. Also wir wussten genau, was wir uns dabei einlassen. Dass wir eigentlich Kampf gegen die Atomenergie heißt auch Kampf gegen die Großmonopolisten in diesem Land. Und das erweckt Ohnmachtsgefühle. Und die sind nur zu verändern, indem man eine solche Wut entwickelt gegen diese Strukturen, gegen diese Arroganz der Macht. Die KWR interessiert nur eines. Sie haben mit der Stadt einen Konzessionsvertrag und damit das Recht zur Stromversorgung. Anfang 1991 unterbreiten sie dem Schönauer Gemeinderat ein verführerisches Angebot. Der Konzessionsvertrag läuft zwar erst in 4 Jahren aus, aber wenn die Stadt schon jetzt einer frühzeitigen Vertragsverlängerung für weitere 20 Jahre zustimmt, bieten die KWR ihr 100.000 D-Mark mehr. Gut für die Stadt. Doch für den Arzt und Gemeinderat Michael Sladek ist dies Erpressung. Für weitere 2 Jahrzehnte würden sich die KWR die Macht im Schönauer Stromnetz sichern. Also wir wussten genau, wenn wir nicht der Stadt die 100.000 Mark ersetzen, dann haben wir keine Chance. Und deswegen mussten wir, um zu verhindern, dass vorzeitig der Abschluss kommt, der Stadt diese 100.000 Mark anbieten. Innerhalb weniger Wochen gelingt es der Bürgerinitiative, 100.000 D-Mark zu sammeln. Die will sie der Stadt schenken,
damit sie einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit den KWR nicht zustimmt. Doch was würde in 4 Jahren geschehen, wenn der jetzige Vertrag ausläuft und die ökologischen Forderungen der Bürgerinitiative weiterhin ignoriert werden? Wer außer den KWR könnte Schönau mit Strom versorgen? Letztendlich blieb die letzte Konsequenz die, wir kaufen unser Stromnetz. Das war so locker dahergesagt, aber irgendwo auch todernst. Also beides. Es war quasi so eine Idee, die sich aber dann ganz schnell realisiert hat, die sich ganz schnell auch in den Köpfen manifestiert hat und hat gesagt, das muss gehen. Ja, die Schönauer waren konkrete Utopisten damals. Sie wussten, wenn wir großes Glück haben, ist es machbar. Aber die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ist auch von vornherein ins Kalkül zu ziehen. Und trotzdem haben sie weitergemacht und systematisch und nie demokratische Regeln verletzend das gemacht. 8. Juli 1991. Im Gemeinderat wird diskutiert. Soll die Stadt der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit den KWR zustimmen oder in 4 Jahren neu entscheiden, wer Schönau mit Strom versorgt? Bis dahin will die Bürgerinitiative selbst ein Elektrizitätswerk auf die Beine gestellt haben. Eine von ihr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie liegt dem Gemeinderat vor. Der Machbarkeitsstudie haben so viele Leute mitgearbeitet, so gut wie alle unentgeltlich. Alle haben das unterstützt, einfach aus der Idee raus, das ist ein Weg für eine andere Energiezukunft. Und nachdem die Dings, nachdem diese 500 Seiten fertig waren, war auch klar, das geht. Der Bürgermeister und die CDU-Fraktion sind da ganz anderer Meinung. In dieser wichtigen Frage sind wir Realisten und müssen daher am bisherigen Partner festhalten. Wir sind davon überzeugt, und das ist unsere tiefste Empfindung, dass auch die Mehrheit der Schönauer Bürger so denkt und von der CDU-Fraktion ein klares Votum für den Vertrag mit dem KWR erwartet. Wer diesem Beschlussvorschlag die Zustimmung erteilt, bitte um ein Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In dem Fall ist dieser Antrag angenommen. Ich bedanke mich für Ihre Mitwirkung, bedanke mich auch bei den Presseleuten. Mir wurde heute von Schönauer Bürgern mit Schreiben vom 8. Juli 1991 ein Schreiben übergeben, das lautet, ich darf das vortragen. Wir als Bürger von Schönau sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Wir werden daher ein Bürgerbegehren einleiten mit dem Ziel, dass in einem Bürgerentscheid dieser Gemeinderatsbeschluss aufgehoben wird. Schon im Vorfeld war für uns klar, wir schlucken die Kröte nicht einfach so, sondern wir gehen bis zur letzten demokratischen Instanz alle Wege durch. Und so auch ein bisschen so nach dem Motto, kostet es, was es wolle. Die Bürgerinitiative geht aufs Ganze. Die Schönauer Wähler sollen jetzt in einem Bürgerentscheid den vorzeitigen Vertrag mit den KWR verhindern. Die hauseigene Kabarettgruppe Wattkiller sorgt für ungewohnt revolutionäre Stimmung im konservativen Schwarzwaldstädtchen. Kämpfen gegen Macht und Monopol. Jetzt heißt es, die Schönauer Wähler zu gewinnen. Mit T-Shirts, Flugblättern und Lebkuchen. Das wird alles wie bisher beim Alten. Wir wollten in dem Wahlkampf dem kalten Geld Emotionen gegensetzen. Emotion hat was mit Herz zu tun. Unser Slogan hieß, Ja zu Schönau. Und was lag näher, als dass wir so ein Herz gebacken haben, wo Ja drauf stand. Ja war die richtige Antwort im Bürgerentscheid. Ein Herz für Schönau, sag Ja. Unser Bäcker hat es 1000 Mal gebacken und an jedem Frühstückstisch in Schönau am Wahltag lag dieses Herz und jeder wusste eigentlich, wie die richtige Antwort im Bürgerentscheid war. Doch auch die Gegenseite macht mobil. Die KWR schüren Ängste. Die größte politische Kraft im Ort und viele Schönauer Unternehmer sagen Nein und prophezeien,
Wenn die Bürgerinitiative das Stromnetz übernimmt, gehen in Schönau die Lichter aus und Arbeitsplätze verloren. Es war einfach so, dass die Bevölkerung gespalten war. Und diese Spaltung oft ja, ich glaube, auch durch Familien ging. Das hat das Vereinsleben betroffen, das hat die Diskussion an den Stammtischen betroffen. Nicht nur jetzt das politische Leben, das kommunalpolitische Leben hier im Gemeinderat. Ich denke, das waren alle Bereiche des städtischen Geschehens, die von der Stromdiskussion betroffen waren. 27. Oktober 1991. Der Tag der Entscheidung ist gekommen. In den Wahllokalen herrscht Hochspannung. Werden die Wähler die Bürgerinitiative unterstützen? Mit Ja haben gestimmt 729. Das entspricht 55,7%. Und mit Nein haben gestimmt 579, das entspricht 44,3%. Somit ist der Bürgerentscheid im Sinne der Frage Ja entschieden. Es ist geschafft. Die Schönauer Energieinitiativen feiern ihren Sieg über die KWR. Der vorzeitige Vertragsabschluss mit dem Monopolisten ist endlich vom Tisch. Nachdem wir den Bürgerentscheid gewonnen hatten, ging die Arbeit erst richtig los. Denn jetzt mussten wir ja unser bürgereigenes Energieversorgungsunternehmen aufbauen. In 4 Jahren wird es ernst. Dann wird entschieden, wer in Schönau das Stromnetz übernehmen wird. Aus der Bürgerinitiative muss bis dahin ein richtiger Energieversorger werden. Technische, wirtschaftliche und juristische Probleme stehen an. Wie immer will man das Projekt gemeinsam mit Schönauer Bürgern und Fachleuten aus ganz Deutschland voranbringen. Die Initiative veranstaltet ein Stromsymposium. Zum Zeitpunkt des Symposiums war es notwendig, die Zulassung vom Landeswirtschaftsministerium als Energieversorger zu bekommen. Im Landeswirtschaftsministerium hatten wir keine Freunde. Diese Genehmigung wurde sehr restriktiv gehandhabt für uns. Also uns wurden Bedingungen vorgegeben, die rein betriebswirtschaftlich nicht darzustellen waren. Ohne die Zulassung als Energieversorger würde die Stromnetzübernahme scheitern. Auf dem Symposium ist der Klimaforscher Hartmut Grassel zu Gast und Rainer Brechtgen, ein Staatssekretär aus Stuttgart. Seit Monaten warten die Schönauer auf eine Entscheidung seines Ministeriums. Ich bin hier gefragt worden nach meinem Verhalten, nach meinen Briefen, und das kann ich nur auf der Basis des gegenwärtigen Rechts. Und dazu sage ich jetzt was. Wir brauchen endlich klare Gesetze. Die alte Tante Energiewirtschaftsgesetz, die aus dem Dritten Reich stammt, muss endlich abgelöst werden durch ein in sich schlüssiges neues Gesetz. Von Ankündigen und Initialen, da gibt es jede Menge. Dies hat bis jetzt ein Fossil aus grauer Vorzeit nicht erschüttern können. Und ich glaube auch, ich will jetzt nicht Ihre politische Aktivität damit mindern, aber auch eine erneute Bundesratsinitiative wird dies auch nicht tun, sondern wir müssen es von unten anders bekommen. Ich bin für die Dezentralisierung, dass da kein Missverständnis aufkommt. Aber wir müssen natürlich schon dabei beachten, dass wir in einer Situation nicht hineinkommen dürfen, wo wir sozusagen die Rosinen auf eine Ebene übergeben und andere Bereiche, wo es Probleme gibt mit hohen Kosten, natürlich Dinge in einen anderen Bereich hineingeben. Das berührt mich jetzt innerlich sehr tief, weil das genau wortwörtlich das Argument ist, was uns unser Energieversorger auch gesagt hat. Wir würden uns hier eine Rosine rauspicken. Rosinen pickt der heute, der die Energie liefert und für die Folgen nicht sorgen muss. Die Bremsung wird so lange dominant sein, solange Staatssekretäre nicht bei der Abwägung des Drucks zwischen Lobby und Bevölkerung spüren, dass der Druck aus der Bevölkerung schon etwas größer ist als der aus der Lobby. Der Punkt muss erreicht werden. Der Druck muss also wachsen. Damit die Botschaft weiter in die Republik getragen wird, gründen die Schönauer den Förderverein für umweltfreundliche Stromverteilung und Energieerzeugung Schönau im Schwarzwald, kurz FUS. Von hier aus werden die bundesweiten Mitstreiter mit Informationen versorgt und das jährlich stattfindende Stromseminar organisiert.
Bei den ersten Stromseminaren mit den Experten aus ganz Deutschland haben wir natürlich in erster Linie selbst etwas gelernt. Das war die eine Geschichte. Das andere war aber auch diese emotionale Unterstützung von den Leuten, die von überall herkommen. Ja, und der dritte Aspekt war, dass wir natürlich auch gleich da wussten, wir wirken über Schönau hinaus. Es ist nicht nur etwas, was in Schönau passiert, sondern was eine Bedeutung in ganz Deutschland hat. Aus dieser Phase, in der, ich sag's mal so jetzt von Schönau. Bei den Stromseminaren treffen sich Experten und Mitstreiter, um ihr Wissen und Engagement in das Schönauer Projekt einzubringen. Auch sie wollen, dass die Bürgerinitiative mit ihrem Energiekonzept Erfolg hat. Was ist wünschenswert, dann zu der Ebene kommt, wo die wünschenswerten Dinge abgeklopft werden. Was kann wie realisiert werden? Am Schönauer Beispiel könnte man zeigen, dass eine ökologische Energieversorgung machbar ist. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Der Schriftsteller Karl Ameri macht den Seminarteilnehmern Mut. Die Zukunft der Welt kann nur gesichert werden in kleinen, fehlerfreundlichen Gemeinschaften. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für Ihre Arbeit hier in Schönau. Das ist meine feste Überzeugung. Wir gehen jetzt ein paar Minuten da raus, hier rüber und kommen dann an der. Wenn es gelingt, das Stromnetz zu kaufen, will die Initiative ihre Visionen umsetzen. Dann soll der Strom für Schönau aus regenerativen Quellen und gasbetriebenen Blockheizkraftwerken eingespeist werden. So sieht es das gemeinsam erarbeitete Energiekonzept vor. Die Schönauer Energieinitiativen setzen auf eine Energiewende. Und die Energiewende besteht einmal aus einem Einsparkonzept, also Energieeinsparung. Das zweite wäre Unterstützung und Einsatz von regenerativen Energien. Und das dritte wäre eine technische Effizienz, dass man zum Beispiel Techniken wie Kraft-Wärme-Kopplung einsetzt und unterstützt. Und zwar im Sinne auch der Dezentralisierung. Das ist ein sogenanntes Blockheizkraftwerk. Das imponiert jetzt wahnsinnig groß, aber Sie müssen sich vorstellen, da ist ein 1000 Liter Speicher drumherum. Das Blockheizkraftwerk selbst, das ist dieses kleine Ding, was ich jetzt hier aufmache. Hier unten, da seht ihr jetzt einfach einen Motor. Dahinter hängt jetzt ein Generator dran. Mit der Abwärme des Motors heize ich mein Haus. Immer wenn ich heize, mache ich gleichzeitig 5 Kilowatt Strom. Von denen brauche ich nur einen kleinen Teil und den Rest gebe ich ans Netz ab. Jetzt wollen wir mal anspringen. Die Kraft-Wärme-Kopplung ist die entscheidende Aufstiegstechnologie und leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Man muss sich vorstellen, 40% des gesamten Stroms liegt in den deutschen Heizungskellern vergraben. Mit dieser Technologie ist der zu heben. Dann können wir uns sofort von der Atomenergie verabschieden. Um dem Ziel einer atomstromlosen Energieversorgung in Schönau näher zu kommen, ist die Bürgerinitiative schon viele kleine Schritte gegangen. Die technische Umsetzbarkeit ihres Energiekonzeptes wurde bewiesen, um juristische und politische Entscheidungen gekämpft. Jetzt fehlt nur noch eines: Geld. Viel Geld. Denn wenn die Netzkäufer das Stromnetz übernehmen wollen, müssen sie es dem bisherigen Energieversorger abkaufen. Und das wird nicht billig. Die GLS-Bank aus Bochum macht sich für das Netzkaufprojekt stark. Sie hat einen Fonds von über 2 Millionen Mark aufgelegt, um die Initiative zu unterstützen. Herr Jorberg, darf ich Ihnen den Herrn Roos vorstellen? Ja. Der macht mal ganz. Jorberg, Herr Roos. Thomas Jorberg von der GLS-Bank ist daher ein vielgefragter Gast bei den Stromseminaren. Ja, die Frage kommt öfters, was eigentlich eine Bank damit zu tun hat. Und für uns ist hier ja erlebbar gewesen, dass Bürger Verantwortung übernommen haben für eine Frage, diese ökologische Frage mit dem Stromnetz, wo sie sehen, dass das die Marktmechanismen oder die Staatsmechanismen gar nicht mehr lösen können, dieses Problem. Und wir versuchen mit dem Geld eigentlich Ähnliches, dass wir sagen, mit dem Geld ist auch Verantwortung verbunden und die sollte man eigentlich nicht am Bankschalter abgeben. Und insofern entwickeln wir Instrumente, wo man eben diese Verantwortung für das, was mit dem Geld passiert, mit übernehmen kann. Zusammen mit dem Kapital der Schönauer Netzkaufgesellschaft gelingt es, rund 4 Millionen D-Mark aufzubringen. Nach Berechnungen der Energieinitiativen genug, um das Stromnetz zu kaufen.
Jetzt, am 16. Januar 1994, können nach jahrelanger Vorarbeit die bürgereigenen Elektrizitätswerke Schönau, die EWS, gegründet werden. Der Höhepunkt war natürlich zum Schluss diese offizielle Einreichung und diese offizielle Genehmigung dieses GmbH-Vertrags der EWS Schönau. Als wir da so im großen Kreis, wirklich großen Kreis da, im Notariatsbüro saßen, der Notar schon fast verzweifelt war, weil das so viele Leute sind. Und dann kam halt effektiv die Unterschrift unter diesen Gesellschaftervertrag der EWS. Und so Unterschrift darunter setzen und nachher sagen, so, jetzt ist alles fertig, jetzt müssen wir nur noch übernehmen. Das war schon ein geiler Moment. Das war schon, ja, jetzt. Wohlwissend, dass das Abenteuer noch nicht fertig war. 20. November 1995. Michael Sladek auf dem Weg ins Rathaus. Heute entscheidet der Gemeinderat, wer in Zukunft das Schönauer Stromnetz betreiben wird. Die Zeichen für die Bürgerinitiative stehen gut. Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat haben sich zu ihren Gunsten gewendet. Doch ein Rest an Zweifel bleibt. Der Beschlussvorschlag lautet wie folgt. Der Gemeinderat beschließt, mit den Elektrizitätswerken Schönau einen Konzessionsvertrag für die Stromversorgung abzuschließen. Wer diesem Beschlussvorschlag folgt, den bitte ich um ein Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gegenstimmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Enthaltung. Damit hat die Mehrheit diesem Beschlussvorschlag zugestimmt und den Konzessionsvertrag für die Stromversorgung an EWS vergeben. Ich danke Ihnen. Ich war in dieser Gemeinderatssitzung bei der Entscheidung zunächst mal erleichtert, dass die EWS die Mehrheit gekriegt hat. Und ich hatte sofort Bauchkrümmen, weil man ahnte, dass die andere Seite, ich habe sie mit einem Winkel beobachtet, dann wusste ich auch, jetzt kommt's. Der Gemeinderat hat heute entschieden. Die Entscheidung akzeptieren wir als Demokraten. Wir sind ja doch dafür, dass jetzt der Bürger entscheidet. Alles ist wieder offen. Zwar ist die Abstimmung gewonnen, doch die Gegenseite gibt sich nicht geschlagen. Ein neuer Bürgerentscheid steht bevor. Der Kampf ums Netz geht in die nächste, in die schwerste Runde. Die Bürgerinitiative hält nächtlichen Krisenrat. Es ist nur eine Etappe. Und ich weiß, dass ich mein Ziel ist, Ausstieg aus der Atomenergie. Und auch eine Stromnetzübernahme, die endgültig, ist immer nur eine Etappe. Wie sind wir hier abends immer zusammengekommen? Wie war das eigentlich auch eine tolle Zeit für den Zusammenhalt in der Gruppe, für die Kreativität? Also ich habe das noch ganz stark in Erinnerung und dann muss ich sagen, gut, also auf einmal verliert das auch für mich ein bisschen den Schrecken, nochmal einen Bürgerentscheid machen zu müssen. Und dann sage ich, gut, wenn Sie denn einen haben wollen, dann sollen Sie einen kriegen, aber mit allen unseren Kräften. Das hat mich schon geschreckt, nochmal einen Bürgerentscheid durchmachen zu müssen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch von Anfang an klar, das wird nicht so einfach wie beim ersten Mal, weil jetzt geht's wirklich um die Wurst und die anderen werden ganz andere Geschütze auffahren. Also mir war durchaus bewusst, was das heißt. Und ich wollte aber den anderen ein bisschen Mut machen und mir selbst vielleicht auch, dass es doch nicht so schlimm ist. Dieser Wahlkampf beinhaltete ein Riesenaufgebot, zum Beispiel ja, Flugblätter, da kam jede Woche von jeder Seite, wurden die Argumente halt auf dem Papier ausgetauscht. KWR hat seine Maschinen vorgeführt, große Maschinen, Trafos, und um einfach zu sagen, wir sind stark, wir können die Stromversorgung ja besser machen wie Netzkauf. Das Angstsehen durch den Hauptversorger hat er also gefruchtet.
Viele Bürger meinten, diese Amateure werden es nicht schaffen, uns die Stromversorgung so zu sichern, wie das jetzt jahrzehntelang der Fall war. Und es stand wirklich spitz auf Knopf für oder gegen die Initiative. Es entbrennt ein Wahlkampf, wie ihn Schönau noch nie erlebt hat. Die Bürger müssen sich entscheiden. Ja zum bewährten Stromversorger KWR, mit dem alles beim Alten bleibt, oder mit einem Nein die Stromversorgung in die Hände der unerfahrenen Elektrizitätswerke Schönau geben. Diesmal also genau andersherum als beim letzten Bürgerentscheid. Das Nein hat natürlich auch bei uns Befürchtungen ausgelöst, dass die Bürger das durcheinander bringen. Ja, ja, vorher ja und jetzt nein. Und wo muss ich jetzt mein Kreuzchen machen, bei wem? Das war natürlich für uns schon ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Auch die KWR steigen voll in den Wahlkampf ein. Sie sehen ihre Monopolstellung bedroht. Wo soll das hinführen, wenn aus Atomkraftgegnern Energieversorger werden? Wenn man uns angreift, haben wir zunächst mal mit Sachargumenten argumentiert, sind jetzt in den letzten Tagen allerdings, und da nehme ich mich persönlich nicht aus, auch auf die menschliche, die emotionale Ebene gegangen, weil wir gesehen haben, die Entscheidung fällt möglicherweise, die letzten Prozent dafür oder dagegen, möglicherweise auf diesem Feld. Die KWR verschärfen den Ton. In Großanzeigen diffamieren sie die EWS als Fritzchen, das sich um den Posten eines Installateurmeisters bewirbt. Mit dem mächtigen Konzern im Rücken ist sich die Initiative Pro Bürgerentscheid ihres Sieges sicher. Ich kann nur der Hoffnung Ausdruck verleihen und der Vertrag mit KWR unterschrieben ist, sollte es mit Ja ausgehen, dass dann alle, die jetzt so leidenschaftlich für EWS gekämpft haben, auch genauso leidenschaftlich und zwar mit uns für andere Themen kämpfen und nicht aus lauter, ich nenne es mal Frust, in Anführungszeichen vielleicht auch Bösartigkeit oder auch aus sonstigen Gefühlen wegen der Niederlage gegen uns arbeiten und sich zurückziehen. Ja, es kam vor, dass auf der Straße, man trifft sich, also der Ort ist klein, Leute aus der Initiative, man steht und redet und plötzlich schreit jemand, was wollt ihr da, macht, dass ihr jetzt da wegkommt oder solche emotionalen Ausbrüche gab es natürlich schon. Aber was sollte es, es musste ja sein, denn letztendlich war Schönau schon sowas geworden wie ein Symbol in der Anti-Atom-Bewegung. Wir durften einfach nicht verlieren. Wir mussten wirklich alles für das Ziel einsetzen, dass wir auch diesen zweiten Bürgerentscheid gewinnen. Bei dieser Wahl, bei diesem Bürgerentscheid ging es um jede Stimme. Also muss jeder eigentlich aktiviert werden. Und man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und wir haben deswegen auch Volksmusiknachmittage gemacht. Wir haben Altennachmittage gemacht. Wir haben Arztvorträge. Arztvorträge ziehen immer unwahrscheinlich gut. Ein bisschen Medizin in den Vordergrund stellen und dann vielleicht 5 Minuten was über den Wahlsonntag erzählen. Oder wir haben Testament, klingt vielleicht ein bisschen für alte Leute, aber ein ganz wichtiges Thema. Haben wir, unser Notar hat da Vorträge gehalten. Wir haben Rock für EWS gemacht. Also wir haben das ganze Klavier ein Stück weit gespielt. Nicht sein, dass die Welt zugrunde geht. Doch ich allein kann nichts tun. So fängt es an, so denkt jeder Mann. Doch wenn du versunken den Wetten, gibt's eine Chance, unsere Erde zu retten. Ja, guten Tag, Günther. Ja, Tag, Ulf. Ich mache Wahlkampf für den 10. März und wollte Informationen von EWS anbieten. Du weißt ja, am 10. März ist ein Bürgerentscheid. Da wird über die Stromversorgung in Schönau entschieden. Jetzt wollte ich fragen, ob du Zeit hast für mich. Es ist im Moment nicht gerade günstig. Ich bin gerade voll in der Arbeit drin. Aber mein Gott, für Informationen aus erster Hand bin ich an sich dankbar. Nur gut, ja. Okay, kann man reingehen? Ja, ist in Ordnung. Prima. Entschuldigung, Frau Hesselbach, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ich wollte wegen dem Sonntag, wegen dem Bürgerentscheid mit Ihnen noch reden. Ja, also diese Hausbesuche waren ganz schwierige Gänge, auch, vor allem auch für mich. Ich hatte 2 Wochen Urlaub gemacht, weil ich meinen Arztberuf trennen wollte von diesem Wahlkampf.
Und ich habe während der Zeit in Schönau natürlich auch einige Patienten verloren. Und es war wirklich, weiß ich gar nicht, wie ich das damals geschafft habe, dass ich da trotzdem geklingelt habe. Wir sind also zu den Häusern, in die haben geklingelt, haben ein Marmeladengläschen dabei gehabt mit einem schönen Stofftüchlein obendrauf, wenn man das Tüchlein weggemacht hat. Dann stand da groß, nein, das Kreuzchen mit dem Kreis, ja. Und man hat bei jedem Öffnen am Frühstückstisch ist einem dieses Nein entgegengesprungen. Im Bürgerland eine Kupfwagen stehen, Schönau, das gibt es nicht im ganzen Land, nur hier in Schönau. Und ihr alle seid dabei und mancher zahlt uns Spende frei, legt etwas an und kauft sich ein, ein Anteilscheinchen darf es sein. Die Netzkäufer haben alles gegeben. Doch ob sie eine Chance haben, das steht in den Sternen. 10. März 1996. Der entscheidende Tag. 10 Jahre Arbeit stehen heute auf dem Spiel. Das ganze Land blickt auf Schönau. Ich fühle verkrampft, verängstigt, gespannt. Da ist ein Lebensziel, ein Etappenziel vor Augen und das kann heute Abend weg sein. Das muss man selber erstmal verarbeiten. Am Abend der Abstimmung. Gespannt verfolgen die Schönauer und angereiste Journalisten die Auszählung. Rund 85%, mehr als bei jeder Bundestagswahl, haben ihre Stimme abgegeben. Einer der Wahlhelfer ist Michael Sladek. Er weiß, heute wird nicht nur über die Stromversorgung im Ort abgestimmt. Eine Niederlage wäre auch eine herbe Enttäuschung für viele Mitstreiter aus Umweltgruppen und Anti-Atom-Initiativen in ganz Deutschland. Das sieht schlecht aus. Wie steht es denn drüben aus? Ja, hier haben wir 6 Stimmen zu wenig. Hier sind es 273 Ja und 267 Nein und 273 Ja. Also 6 Stimmen sind hier zu wenig. Hier ist die Abstimmung verloren. Die letzte Hoffnung ist das zweite Wahllokal, wo noch ausgezählt wird. Ich habe weiche Knie, Leute. Ich brauche irgendwas zu trinken. Ich habe so einen Adrenalinausstoß, dass ich überhaupt nichts mehr, keine Spucke mehr habe. Verstehst du das? Jetzt müssen Sie nochmal nachzählen. Bei uns haben Sie auch nachzählen müssen. Wie sieht's aus? Gut? Ja. Ja? Toll. Wie ich das erfahren habe, dass wir gewonnen hatten, konnte ich es am Anfang gar nicht glauben. Und dann ist mir das, habe ich dann gemerkt, wie wir da wirklich Zentner vom Herz weggefallen sind. Dann sind wir uns nur noch heulend in den Armen gelegen. Also kriege jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Also ja, wir waren überwältigt. Das war für mich einfach eine totale Erlösung und eine Freude natürlich auch für die ganzen Mühen, die wir da gehabt haben, die ganzen Jahre habe ich mich dafür eingesetzt und wirklich von ganzem Herzen habe ich da mitgearbeitet. Und ja, es war echt überwältigend schön, ja. Die Mehrheit der gültigen Stimmen hat die Frage des Bürgerentscheides mit Nein beantwortet. Der Beschluss des Gemeinderates vom 20. November wurde damit bestätigt, einen Konzessionsvertrag mit EWS abzuschließen. Danke Ihnen. Wir gingen davon aus, wir gewinnen das Ding, ja, muss ich ganz offen sagen. Da war eine gewisse Zuversicht drin. Und es war ja auch im Ergebnis dann sehr knapp, muss man ja auch ganz deutlich sagen. Im Nachhinein war es für den Ort sicherlich besser, dass es so knapp gewesen ist für die andere Seite, denn es hat sich gezeigt, dass das, was Netzkauf und EWS hier bewegt haben, unterm Strich durchweg
und zwar wirklich durchgängig, für die Stadt Schönau, für die Gemeinde, für den Ort als positiv bewertet werden muss und auch wirklich so ist. In dieser Nacht wird Schönau zu einem Symbol der Anti-Atom-Bewegung. Die Bürgerinitiative hat es geschafft. Der Monopolist muss das Feld räumen. Ein Problem allerdings bleibt. Zwar haben die Bürger den Auftrag für die Energieversorgung, aber kein Stromnetz. Alle Leitungen, Transformatoren und Stromzähler gehören ja dem KWR. Und die wollen nach wie vor viel Geld. Wir haben eine politische Legitimation wie überhaupt kein anderer Energieversorger auf der ganzen Welt. Wer hat schon 2 Bürgerentscheide gewonnen dafür, dass er Energieversorger sein soll? Aber wir waren eigentlich so weit wie vorher auch. 8,7 Millionen D-Mark fordern die KWR. Doppelt so viel, wie das Stromnetz wert ist. Das haben Gutachter der Bürgerinitiative ermittelt. Bei einem solch hohen Kaufpreis wären die EWS wirtschaftlich am Ende, bevor sie überhaupt angefangen haben. Es war klar, KWR besteht auf dieser immens überzogenen Forderung und war nicht bereit, da Jutta nachzulassen. Und wenn man schnellstmöglich an dieses Stromnetz kommen wollte, dann musste man eine Lösung finden. Die Lösung, die sonst immer gemacht wird, man geht vor Gericht und klagt den richtigen Preis an, das hätte von der Zeitachse uns zerschlissen. Ich bin nicht sicher, ob wir das durchgestanden hätten. Also wir mussten wieder nicht reagieren, sondern wir mussten agieren, das heißt nach vorne gehen. Und da kam dann die Idee und ich gesagt, wir zahlen diese immens hohe Forderung unter Vorbehalt. Und wir versuchen, diese Summe einzusammeln über Spenden. Diese restlichen 4 Millionen Mark können wir nicht mehr als Beteiligungen machen, weil das sonst unwirtschaftlich wird, das Projekt, sondern wir machen das als Spenden. Und wenn wir den Prozess gewonnen haben, fließt dieses Geld wieder. Sagt Ihnen GLS-Bank, das ist so eine Bank aus Bochum, mit der machen wir eine Energiestiftung, das steht hier so auch drauf, nennt sie Energiestiftung, da fließt das Geld dann wieder zurück. So hat man das bewegende Element des Geldes, einmal für die Geschichte, dass wir unser Stromnetz bekommen und hinterher wieder für andere Energieprojekte. Und jetzt werben wir dafür, 1 Million Atomkraftgegner zu finden, mit 5 Mark wäre die Geschichte gemacht für jeden. Und wenn Sie jetzt daheim noch Leute kennen, in Ihrem Umfeld und überall, wäre das ganz toll. Alles, was wir bis jetzt in Schönau erreichen konnten, war möglich, weil wir der Übermacht des Geldes der Atomwirtschaft die Finanzkraft vieler Kleiner entgegensetzen konnten. Der Atom-Countdown läuft. Ganz schnell danach kam der Stefan Rothaus von der GLS-Bank auf eine Idee, lasst uns doch mal die 50 größten deutschen Werbeagenturen anschreiben und sie fragen, ob sie nicht so eine richtig professionelle Werbekampagne machen wollen. Aber bitte umsonst, weil wir haben ja kein Geld, wir brauchen ja welches. Da habe ich noch gedacht, meine Güte, so naiv kann man doch gar nicht sein. Wer wird sich denn da melden? An diese Begebenheit denke ich heute immer, wenn ich mir irgendwas nicht vorstellen kann. Weil von den 50 haben sich 15 zurückgemeldet und wollten das sehr gerne umsonst machen. Und dann haben wir eine ausgewählt, die war damals die Störfall-Kampagne. Also Störfall, das war vom Wort her ganz klar, das hat was mit Atomenergie zu tun. Ja, und jetzt waren die Menschen die Störfälle für die Atomwirtschaft, indem sie Schönau unterstützten, das eigene Netz zu bekommen und eine atomstromfreie Energieversorgung aufzubauen. So sieht Fernsehen aus, ist ja toll. Mit der neuen Kampagne geht man auf Spendentour. So, wie setzt ihr uns denn? Also das aus dem Arzt Michael Sladek wird ein reisender Stromrebell. Ein typischer Tag. Mittags Publicity bei Franz Alt im Fernsehstudio. Danach geht's gleich weiter.
Ein Termin mit Schülern. Sie wollen wissen, wie einfache Bürger Stromnetze betreiben können. Das ist nicht so was Mystisches und Strom ist so was nicht Fassbares, sondern man könnte das technisch kaum managen. Das ist nicht der Fall. Am Abend ein Vortrag, um neue Spender zu gewinnen. Das geht gar nicht um meine Person. Es geht um einfach dieses Projekt ein Stück weit weiterzubringen. Und ich bitte einfach so ein bisschen Solidarität, sage ich mal. Das kostet 22 Mark, weil es einen hohen Spendenanteil hat. Welche Größe wollten Sie denn haben? Die Schönauer Stromrebellen und ihre Mitstreiter sammeln innerhalb von nur 4 Monaten über 2 Millionen D-Mark. Von Menschen, die mit ihrer Spende ein Zeichen gegen die Atomkraft setzen wollen. Die Spender kamen auch aus so ganz unterschiedlichen Schichten. Also da waren Schulkinder dabei, die uns quasi ihr Taschengeld gespendet haben. Da waren Leute dabei, wie zum Beispiel eine Frau aus Frankreich, die uns 25.000 Mark geschickt hat und wie sie unseren Dankeschönbrief bekommen hat, uns geschrieben hat, ach, sie hat sich so über das Dankeschön gefreut, sie hat uns nochmal 25.000 Mark überwiesen. Unglaublich eigentlich. Oder ältere Herrschaften, die ihren Geburtstag unter das Motto gestellt haben, ich bin ein Störfall, ich brauche keine Geschenke mehr, schenkt mir nichts, spendet für die Störfallkampagne. Also wenn der Störfall nicht geklappt hätte, wäre das eine Enttäuschung von Tausenden von Menschen geworden. Und das sieht der Einzelne, der spendet, sieht das gar nicht. Aber bei uns ist das ja dann zusammengekommen und deswegen, dass wir das geschafft haben, war eigentlich auch für uns eine Verpflichtung all dieser Leute gegenüber, die uns da unterstützt haben. Die Kampagne bringt die KWR in Bedrängnis. Durch die Spendengelder können die EWS den überhöhten Kaufpreis für das Stromnetz finanzieren. Aber sie werden die KWR verklagen. Eine Blamage, wenn das Gericht den Stromrebellen Recht geben würde. Rasch gestehen die KWR Fehler ein und korrigieren den Kaufpreis nach unten. Nicht mehr 8,7, sondern rund 6 Millionen D-Mark soll das Stromnetz nun kosten. Aus Sicht der EWS immer noch 2 Millionen zu viel. Sie werden unter Vorbehalt zahlen und vor Gericht ziehen. In Schönau laufen derweil die Vorbereitungen für die Übernahme. Die EWS müssen ihr Stromnetz auch technisch vom Netz der KWR trennen und die Verteilung im Ort neu organisieren. Bis zur Vertragsunterzeichnung, dem offiziellen Tag der Netzübernahme, bleibt wenig Zeit. Die Gegner unken, dass die unerfahrenen EWS dies gar nicht leisten können. Am 1. Juli 1997 wird im Rathaus der Vertrag unterzeichnet, mit dem das Stromnetz in die Hände der EWS übergeht. Der Tag der Vertragsunterzeichnung war für mich ein besonderer Tag, auch als Geschäftsführer der EWS Schönau. Es war der Abschluss jahrelanger Kampagnenarbeit, Initiativarbeit und auch ein Sieg für uns über die Kraftübertragungswerke Rheinfelden. Endlich das Stromnetz in unserer Hand zu haben. Als stolzer Besitzer des Stromnetzes kann man nun endlich den Konzessionsvertrag mit der Stadt Schönau unterzeichnen. Das war schon ein denkwürdiger Tag für die Stadt Schönau, das ist ganz klar. Auch für diese neue Gesellschaft EWS, das muss man auch so sehen. Ich glaube, dass auch EWS ein bisschen nicht Bauchschmerzen, aber schon ein Kribbeln hatte. Geht alles gut. Noch nie hat eine Bürgerinitiative ein Stromnetz übernommen. Eine Übergabestation, die Grenze zwischen dem Netz der KWR und dem Gebiet der Stromrebellen. Ein KWR-Techniker legt letzte Hand an. Nun sind die Elektrizitätswerke Schönau für die Versorgung des Ortes alleine verantwortlich. Als Betriebsleiter war ich natürlich für die komplette Übernahme zuständig. Der Tag war ein Glückstag. 3 Monate lang haben wir Übergabestationen, Tiefbauverlegungen durchgeführt. Keiner hat es uns zugetraut, aber wir haben es geschafft. Juli 2007. Seit 10 Jahren betreiben nun die EWS das Schönauer Stromnetz. Wirtschaftlich und ökologisch erfolgreich.
Die Versorgung ist sicher, die Kosten sind wettbewerbsfähig und der Strom frei von Atom-, Öl- und Kohlekraft. Ökostrom eben. Martin Halm und seine Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Energieversorgung im Ort reibungslos funktioniert. Auf dem Dach der Schule wird gerade die neue Solaranlage in Betrieb genommen. Die guten Bedingungen der EWS für Sonnenenergie machten viele Schönauer selbst zu sauberen Stromproduzenten. Das Schwarzwaldstädtchen ist so zu einer richtigen Solarhauptstadt geworden. Die größte Anlage des Ortes ziert das Dach der evangelischen Kirche. Das Schönauer Schöpfungsfenster. Eine Gemeinschaftsanlage, an der auch viele ehemalige Gegner der Netzübernahme beteiligt sind. Sie hat für Pfarrer Peter Hasenbrink daher eine wichtige Bedeutung. Was mich so ganz besonders stolz macht, ist, dass mit unserer Solaranlage wir wirklich die Gräben überwinden konnten. Ganz viele haben sich eingesetzt für unsere Solaranlage, für unser Schönauer Schöpfungsfenster. Frank Ziegler prüft die Blockheizkraftwerke im Hotel Vier Löwen. Der Besitzer Walter Karle freut sich. Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen fördern die EWS mit besonders hohen Einspeisevergütungen. Also ich war einer von den Ersten, wo zwei BHKWs gehabt hat. Und ich bin mit den BHKWs sehr zufrieden. Wir stellen da Wärme her für unser Schwimmbad, für das warme Wasser zum Kochen. Und das Abfallprodukt ist der Strom. Den Strom nehmen wir hauptsächlich in unserem Haus her für unsere Küchenmaschine. Am freien Tag die wir den restlichen Strom einspeisen ins Netz von der EWS und werden da auch hervorragend vergütet. Aber nicht nur in Schönau finden sich zufriedene Kunden. Auch der in Hamburg lebende Klimaforscher Hartmut Grassel wird von den EWS mit Strom versorgt. Wie viele andere in Deutschland auch. 50.000 Menschen, mehr als 50.000 Menschen, holen sich den Strom aus Schönau im Schwarzwald, dem lupenreinsten Ökostromanbieter der Bundesrepublik Deutschland, weil jegliche Verquickung mit irgendeinem, der ein Kernkraftwerk besitzt, vermieden worden ist. Nach der Liberalisierung des Strommarkts haben die EWS als eines der ersten Unternehmen in ganz Deutschland Ökostrom angeboten. Für die Schönauer hat damit eine neue Ära begonnen. Ja, Ursula Sladek, die jetzt den bundesweiten Stromvertrieb managt, kann heute mit der Marktmacht von Zehntausenden Ökostromkunden gegen die Atomlobby und für eine Energiewende kämpfen. Die Liberalisierung war natürlich für uns eine Steilvorlage. Ich glaube, die Entscheidung war gar nicht so schwer, weil wir ja schon in Schönau nur Strom aus erneuerbaren Energien und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung verkauft haben. Und da war es natürlich logisch, dass wir das auch bundesweit machen. Wir sind dann im August 1999 mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen und dann kamen wirklich waschkörbeweise die Anträge. Wir haben bis nachts um eins gearbeitet, aber das hat Spaß gemacht. Je mehr Menschen sich für Ökostrom entscheiden, desto mehr ökologische Stromerzeugungsanlagen gehen ans Netz. Und viele wollen mit dem Wechsel den großen Energieversorgern die rote Karte für ihre Atom- und Kohlestrompolitik zeigen, weiß Waltraud Behringer zu berichten. Wir haben sehr viele Stromkunden, die stehen voll hinter der Sache, möchten was für die Umwelt tun und werben auch in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis dann weiter für unseren Strom und möchten somit auch den Atomausstieg weiter vorantreiben. Damit die wachsende Kundenzahl auch mit ökologischem Strom versorgt werden kann, muss eine gigantische Menge bereitgestellt werden. Boris Wendelborn prognostiziert den Bedarf und sorgt dafür, dass der saubere Strom ins Netz eingespeist wird. Gerade bei den hohen Zuwächsen, die wir derzeit realisieren, ist es wichtig, dass wir die Verbräuche jedes einzelnen Kunden exakt erfassen. Das geschieht in der EDV. Mithilfe solcher standardisierten Lastprofile können wir dann den Verbrauch für die Zukunft Viertelstunden exakt erfassen und Kurven abbilden. Danach kaufen wir auch die Energie ein und speisen dann auch den Strom in diesen Viertelstundentakt ein. Beim Einkauf haben sich die EWS strenge Regeln auferlegt. Natürlich gilt kein Strom aus Öl-, Kohle- oder Atomkraftwerken.
Doch das reicht den Schönauern noch lange nicht. Uns geht es beim Stromeinkauf einmal um die Stromqualität natürlich. Woher kommt der Strom? Was sind das für Kraftwerke? Regenerative Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, viele Neuanlagen. Aber uns geht es auch darum, dass diese Anlagen nicht Atomkraftwerksbetreibern oder deren Tochterunternehmen gehören, denn sonst könnte ich ihnen ja gleich das Stromgeld wiedergeben. Das heißt, letztendlich will man genau diesen ja das Stromgeld entziehen und da macht es überhaupt keinen Sinn, wenn die Anlagen ihnen gehören. Lieber unterstützt man die eigenen Kunden dabei, selbst kleine Ökostromproduzenten zu werden. Nicole Weyand kümmert sich um das Schönauer Förderprogramm. In unserem Stromtarif ist ein halber Sonnencent enthalten. Mit diesem füttern wir unser Förderprogramm und fördern damit eben kleine Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke. Durch das Förderprogramm konnten bisher weit über 1000 solcher kleiner Rebellenkraftwerke entstehen. Ursula Sladek besucht eine der Anlagen. Für die Schönauer ist jedes Ökokraftwerk in Bürgerhand ein kleiner, aber bedeutender Schritt. Es macht Freude und es ist richtig ansteckend, wenn uns Kunden anrufen und sich als Erfolgsmeldung durchgehen, jawohl, ich habe jetzt meine PV- oder Photovoltaikanlage auf dem Dach oder ich habe mein Blockheizkraftwerk im Keller und ich gehe jeden Tag und besuche das mal, weil es einfach toll ist, selber jetzt Energieproduzent zu sein. Nicht mehr, es ist ein Stück weit auch ein Schritt aus dieser Abhängigkeit heraus, ein Stück weit auch in die Mündigkeit des Einzelnen. Was für welche denn? Im Hof der EWS lebt eine Tradition aus Bürgerinitiativzeiten fort. Informationen zum Stromwechsel sollen verschickt werden. Und da gibt es alle Hände voll zu tun. Nach wie vor setzen sich viele Ehrenamtliche in Schönau, aber mittlerweile auch im ganzen Land für die Energieinitiativen ein. Susi Zeh ist wie viele andere hier schon lange dabei. Wir sind die Eintüter der EWS. Wir tüten ein seit Anfang. Wir machen das gern. Manchmal sind wir fast überfordert, weil die Lieferung so bombig ist, dass wir es fast nicht schaffen. Aber mit vereinten Kräften geht es immer wieder. Weil wir lassen auch mal 5 Grad sein und machen erst ein zünftiges Vesper, bevor wir weitermachen. Vieles hat man in Schönau bereits erreicht. Aber zu tun gibt es immer noch eine Menge. Auf dem Wunschzettel stehen schließlich keine Kleinigkeiten. Na, das ist klar. Das Abschalten aller Atomkraftwerke weltweit. Der zweite Wunsch wäre die Umstellung der Energiewirtschaft auf erneuerbare Energien, so schnell es geht, so schnell wie möglich, meine ich. Und der dritte Wunsch wäre Energiegerechtigkeit, sodass Energie in ausreichendem Maße für alle Menschen auf der Welt zur Verfügung steht. Zehn Jahre mussten die Schönauer als Bürgerinitiative kämpfen, bis sie ihr Stromnetz übernehmen konnten. Mit den EWS sind sie zu einem der größten Ökostromversorger in Deutschland geworden. Viele Rückschläge haben sie einstecken müssen. Große und kleine Siege konnten sie feiern. Einen weiten Weg sind sie gegangen und werden sie noch gehen müssen, bis ihr Wunsch nach einer ökologischen Energiewelt in Erfüllung geht. Aber manchmal muss man auch 5 Grad sein lassen und zünftig vespern, bevor man weitermacht. Auf die Zukunft. Ohne Trinkspruch.